Moin zur neuesten Folge von Gerrits Tagebuch, der 90. Folge, also ein kleines Mini-Jubiläum. Neben unserem gigantischen Formel-1-Projekt bauen wir ja auch weitere Abschnitte. Wir sind gerade dabei, den Regenwald zu bauen und hier geht's in diesem Raum langsam los mit der Atacama-Wüste und Chile. Und wir haben uns gesagt, wir haben seit vielen, vielen Jahren kein neues K-System gebaut. Warum nicht? Weil ich keine Zeit habe. Es ist ganz einfach, ich rede seit ein paar Jahren davon, dass das K-System, so wie wir es jetzt kennen, erweitert werden soll. Das soll einfach viel mehr können, viel smoother fahren, noch mehr kürzere Abstände können. Und ich nenne das immer K-System 3.0 intern. Und wir arbeiten so ein bisschen hinter den Kulissen schon dran. Das wird das neue Projekt, was wir machen, wenn die Formel 1 fertig ist. Aber das bedeutet, dass wir in Chile kein K-System bauen können, weil die neue Version bis dahin noch nicht fertig sein wird. Also haben wir gesagt, wir machen mal was anders. Axel, der mich ja seit Jahren, und zwar fast 20 Jahre jetzt schon, unterstützt beim K-System, eigentlich kann man sagen, mittlerweile das K-System in seiner Hand hat, der hat mit seinem Team ganz viele Tests gemacht. Tests, wo ich im Büro saß und sagte, oh, seid ihr wahnsinnig, funktioniert niemals. Ne? Und heute ist so ein bisschen der Tag, ich habe ja schon mal ein bisschen so über seine Schultern geguckt und habe festgestellt, wow, cool. Da sind geile Ideen dabei und die funktionieren sogar. Wo wir mal gesagt haben, jetzt sollen wir mal langsam mal doch die Entscheidung finden, was geht von diesen Ideen und was geht nicht. Grundsätzlich werden es nämlich nicht so ein großes K-System sein, wie es in knuffigen Flughafen und USA, Skandinavien kennen, sondern es werden einzelne kleine K-Systeme werden. So, weil dann müssen wir nicht so viel konfigurieren und die Zeit haben wir nämlich gerade einfach nicht. Das machen wir im danach folgenden Abschnitt dann wieder riesengroß. Aber was rede ich lange? Schauen wir uns mal an, was da für Ideen sind und ob die eventuell im Dauerbetrieb funktionieren könnten. Geht. Ja, verrückt, weil ja, eigentlich wollte ich hier einen Scherz bringen und Axel so richtig dissen gerade, weil er nämlich seit einer halben Stunde versucht, das hier zum Laufen zu bringen. Ja, jetzt geht's. Super. Hast du Glück gehabt. Ja, krass. Das ist so unfassbar, dass das geht. Also, weil erstens hier diese unfassbare Schotterpiste und dann über diese Hängebrücke rüber und es stimmt, was Axel mir eben gerade sagte, war, das gibt's doch nicht, dass das jetzt nicht geht, weil es ging wochenlang, auch mit diesem mega engen Radius. Es ist einfach so, dass ich, als ich das erste K-System entworfen habe, bestimmte Radien festgelegt habe. Und die haben im Dauerbetrieb einfach funktioniert und die haben im Testbetrieb teilweise so jedes tausendste Auto, was rüberfuhr, nicht funktioniert. Und dann habe ich so die DIN-Norm des Miniaturwunderlandes für den Bau eines K-Systems in Stein gemeißelt, 15 cm Radius nicht unterschreiten oder ähnliches. Und da haben wir irgendwie, geht nicht. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Es macht total Sinn, irgendwann mal Pfade zu verlassen und mal neue Dinge auszuprobieren. Und wenn man bestimmte Radien einfach sehr kurz nur zu eng macht, aber danach dem Auto Zeit gibt, zur Ruhe zu kommen, dann gehen selbst so verrückte Radien. Und wenn man jetzt kein K-System baut, wo 30 Autos gleichzeitig fahren mit Vorfahrtsregeln und so weiter und so fort, wo, wenn ein einziges Auto einen Fehler macht, alles ins Stocken gerät und wenn du dann nachher Folgefehler hast, am Leitstand sitzt und versuchst, diese Autos irgendwie wieder unter Kontrolle zu bringen, dann kann man auch größere Experimente machen. Denn wenn dieses Auto mal stehen bleibt, ja, so what, bleibt das halt stehen. Ne? Und das waren so Dinge, ich habe immer da ein bisschen zu think big gedacht, könnte man sagen. Ich bin total begeistert. Hier kommen jetzt gleich noch andere Testfelder, wo, wie viele Leute wart ihr, die daran gearbeitet haben? Ja, zu dritt. Zu dritt. Haben wir da dann wo einfach mal Dinge gespielt. Ausprobiert wurden und rumgespielt wurden, die so faszinieren. Also, was sehen wir hier? Ja, wir sehen jetzt hier eine halbwegs gut vernünftig funktionierende Hängebrücke. Und ja, die Idee war dabei, Fahrzeuge rüberfahren zu lassen, während sich dann die Fahrzeuge über die Brücke bewegen, noch so ein bisschen diese Hängeoptik hinzubekommen und tatsächlich irgendwann sogar noch eine Mechanik einzubauen, dass sich das Ganze noch so ein bisschen invertiert bewegt, dass wirklich so ein richtiger wackeliger Effekt entsteht. Aber der Effekt, dass das Ding sogar ein bisschen runtergeht und so weiter und ein bisschen wackelt beim Rüberfahren und das tatsächlich überraschend, weil es einfach so genial gelöst ist, zuverlässig läuft, das hat euch nicht gereicht. Ne?
ihr wolltet, dass es wieder, wieder nicht funktioniert, ne? Ja, wenn man erstmal dabei ist zu spielen, dann kommt man ja auch ein bisschen ins Träumen und ins Spinnern. Und ja, das war sicherlich ein Teil davon, ob es am Ende dann wirklich funktioniert mit einer Mechanik im Dauerbetrieb. Das vermag ich noch nicht einzuschätzen. Ja, ich war auf jeden Fall glücklich und stolz, dass geil nicht reicht. Spiel mal an den Fäden rum. Da sind nämlich Metallfäden drin, also ja. Stahlseile, links und rechts. Hier. Und mit denen kann man jetzt rumspielen. Also, irre. Ja, das müssen wir immer nur mit dem Computer steuern, ne? Oder stehst du auf jetzt jeden Tag da und machst immer... Ja, ich dachte mir, du kannst das, während du dann irgendwie Autogramme gibst, machen oder so. Absolut genial. Vor allem, dass es wirklich läuft. Ja. Weil wie oft soll der am Tag darüber fahren? Ja. Hängt von der Öffnungszeit ab, ne? Aber 1000 Mal wird er wohl schaffen müssen. Okay, also Meantime Between Failure ist, wie oft dürfen wir hier hingehen und sagen, wir stupsen ein Auto an? Ja, das ist die entscheidende Frage. Aber da muss ich vielleicht noch mal mit den Leuten am Leitstand reden. Und ist der Überroll wirklich stabil genug, wenn ich jetzt gleich Ditch mache? Wenn ich hier runter ditche? Weiß ich nicht. Lassen wir es, ne? Gut, also, das ist der erste Test. Verrückte Strecke, enge Radien, rechts, links, so diese... Wir können leider keinen Matsch darstellen, das wäre noch mal eine Steigerung, ne? Ja. Aber so eine matschige Piste, wie man es vielleicht mal bei irgendeinem YouTube-Video gesehen hat, was LKWs können, wenn es drauf angelegt wird, ne? Also da gibt es ja irre Videos mit so Matschpisten, mit Absturzgefahr und so weiter und so fort. Das war die Idee, das hier ein bisschen darzustellen. Und ich würde sagen, das könnte klappen. Mhm. Mega. Auf jeden Fall. Dann haben wir noch extreme Steigung. So, kommen wir zu Projekt extremer Steigung. Und da muss ich zugeben, bin ich skeptisch. Ja, kann ich total nachvollziehen. Die Idee war ja, so eine Art Zirkusnummer zu machen. Das heißt, die Gäste stehen vor einer Strecke und haben das Gefühl, okay, schafft das Fahrzeug das jetzt oder eben nicht? Und das muss dann natürlich sehr extrem aussehen, sonst ist es nicht mehr eine Zirkusnummer. Ja, und können Sie das Ergebnis ja mal anschauen. Also mit Trommelwirbel, ja, mit Trommelwirbel und so weiter. Ja, natürlich. Okay. Also soll ich mal? Ja, gerne. Ja, bergab ist ja einfach, damit fangen wir an. Hm. Wir müssen die Lastregelung verbessern, ne? Ja. Also das... Dass der Backup auch bremst. Genau. Weil es ist ja für einen, tut er auch einigermaßen. Weil es ist ja für unseren Alltagsbetrieb, gibt es ja nicht solche Steigungen, ne? Genau. Wir haben ja das Knuffinger Schloss mit seiner Steigung als höchste Steigung im Wunderland, aber das ist natürlich nicht vergleichbar damit. Ja. Es sieht genial aus, aber der Werkspessimismus, was sagen dazu? Ja, das ist natürlich noch optimierungsbedürftig. Akku leer, ne? Ja, wahrscheinlich ist jetzt auch der Akku leer, oder? Na, wirkt jetzt ein bisschen so akkuschwach. Akkuschwach. Okay, es sah auf jeden Fall gigantisch aus. Ja, der fährt schon sehr ruckelig. Ich glaube, der Akku ist ziemlich platt. Extreme Steigung fahren erfordert ja zwei Dinge. Die Motorleistung. Mhm. Du hast mir schon erzählt, dass es da einen mit Getriebe, mit Untersetzungsgetriebe gibt. Und vor allen Dingen Kontakt zur Straße, also sprich Haftung der Reifen. Und da habt ihr ja Sand genommen, ganz feinen Sand, also Quarzsand mit einem in die Farbe rein. Haben wir ja beim Knuffinger Schloss auch gemacht. Und die Langzeiterfahrung war wie? Ja, also... Die Langzeiterfahrung ist, dass natürlich das abnutzt mit der Zeit und damit die Reibung, die wir da ja wollen, nachlässt. Das heißt, ihr müsst wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich den Belag neu auf. Mhm. Das wollt ihr. Naja, ich könnte mir das vorstellen, dass man das in den täglichen Betrieb mit aufnimmt.
Aber es ist natürlich nicht optimal, das ist ganz klar. Es sieht genial aus, also gerade wie der da hochkämpft. Auch das kennt man aus Schlammvideos in den Tropen, dass die ja dann tatsächlich, weil es geht so hoch, Räder fahren sich hinten fest. Last ist ja hinten immer überladen dort, ne? Dass halt die Vorderräder teilweise keine ordentliche Haftung mehr haben und damit die Lenkwirkung nachlässt und dann mit eingeklappten Vorderrädern der so durch den Matsch wühlt. Das ist genau das Bild, was ich kenne. Also eigentlich müsste ich jetzt ja hier so durchdrehen vor Freude. Ich bin skeptisch im Dauerbetrieb. Wollen wir den anderen mal ausprobieren? Gerne. So, der andere. Hat der eine Lastregelung an Bord? Ja, aber eben nicht perfekt. Ja. Also ist unsere Standard-K-System. Genau, ja. Alles klar. So. Und wenn das jeden Tag 24/7 genauso läuft. Das läuft nämlich am Limit. Das heißt, die Räder drehen hier durch und er kämpft sich da Stück für Stück hoch. Das ist super. Wenn es denn jeden Tag funktioniert. Mhm. Wie oft ist er jetzt schon? Na, ich würde sagen 1000 Mal auf jeden Fall. Okay, und wie oft ist sowas Nee, er hat es geschafft. Pessimismus hin oder her, dass ich glaube, dass der auf Dauer sehr oft angestoßen werden muss. Ja, ne? Genau. Das ist natürlich es ist keine wert. Lösung. Und es ist ja auch wieder der Aspekt, im Knuffinger Schlossbrand, wenn da ein Feuerwehrauto den Berg hoch hängen bleibt, dann ist der ganze Ablauf gestört. Mhm. Hier stürzt es ja nicht. Lass ihn eine Viertelstunde kämpfen, bis er es geschafft hat. Ne? Vielleicht macht ja auch irgendjemand, ich helfe ihm jetzt mal und gar nicht wir müssen das machen. Ja, okay. Aber es ist schon genial. Also ein Gedanke war natürlich, dass man vielleicht sogar mit unterschiedlichen Fahrstufen arbeitet, dass sobald das Fahrzeug sich nach unten bewegen soll, eine geringere Fahrstufe anvisiert wird und wenn es dann bergauf gehen soll, eben eine höhere. Das wäre sicherlich auch noch ein Teil der Lösung. Und ja, wie du schon sagtest, der Untergrund ist natürlich maßgeblich entscheidend, ob es funktioniert oder nicht im Dauerbetrieb. Wir können theoretisch, also kommt mir gerade erst in diesem Moment diese Überlegung, ne? Ich kann mit der Lichtsteuerung Blinksequenzen jeglicher Art programmieren. Mhm. Unsere Auflösung ist meiner Meinung nach exakt wie bei der alten, uralten oder DOS noch laufenden K-Systemsteuerung, diese 18,2 Ticks pro Sekunde, also 54, irgendwas Millisekunden pro Tick. Ja. Und die Lichtsteuerung arbeitet heutzutage zufälligerweise immer noch mit dem gleichen Takt. Das heißt, eigentlich müssten wir sogar Blinksequenzen programmieren können, die die ganze Zeit anhalten, Losfahr 1, anhalten, Losfahr 1 und so weiter schicken. Mhm. Und da unten eine, die anhalten, Losfahr 10 schickt. Ja, das wäre natürlich super geil. Dann bräuchten wir keine Infrarotdatenübertragung. Ja. Hätten sozusagen ein dummes K-System, was sich intelligent verhält. Mhm. Könnten wir mal ausprobieren. Ja. Wenn er mitten in der Blinksequenz ankommt, kann es sein, dass er mal durchrutscht. Mhm. Aber man müsste so machen, dauerhaft an für, sagen wir mal, 2 Sekunden oder 3 und dann tick den alten Losfahr-Morse-Befehl, den uralten, dafür verwenden. Mhm. Dann hat er eine statistische Wahrscheinlichkeit von, ich sag mal so, jede 50. Fahrt rutscht durch und geht dann auf Stufe 5, glaube ich, oder so, wie wir ihn programmieren. Die Korrekturgeschwindigkeitsstufe kannst du das konfigurieren. Vorkorrigieren, genau. Mhm. Mit der würde er durchfahren. Mhm. Frage ist, ob er damit den Berg hochkommt. Ja. Mit Vollgas nicht, wie du siehst. Wahrscheinlich nicht. Er arbeitet sich hoch. Und das finde ich, weil wohin, als ich es mir wieder angeguckt habe. Ich weiß an den ersten Tagen, als der Belag da frisch drauf war, ja klar, schafft er, ne? Super Grip. Jetzt lässt der Grip nach, weil halt auch Schmirgelpapier stumpf wird irgendwann, das kennt man. Und eben gerade meinte ich, ja guck mal, der bleibt hängen. Ne? Aber während wir jetzt hier geredet haben, hat er sich von hier bis da hochgearbeitet. Jetzt ist nur noch die Frage. Ja, genau. Toi, toi, toi. Siehst du? Geht. Also ja, dranbleiben. Auch wenn ich so skeptisch war und auch immer noch bin. Mhm.
das optische Ergebnis ist einfach zauberhaft. Das freut mich, wenn du das sagst. Und es mich freut total, dass ihr so viele Ideen ausprobiert und umsetzt. Und ich weiter Formel 1 machen darf. Dazu mache ich am Ende noch ein ganz kleines Update übrigens. Ein bisschen was haben wir geschafft. So wie der. Gut, drittes Beispiel. Kommen wir zum dritten Versuch. Und was witzig ist, Axel hatte gerade gesagt, als hier die Kamera umgebaut wurde, hatten wir uns unterhalten, dass das ja irgendwie, es wirkt irgendwie so nach unprofessionellem Gebastel. Und da habe ich auch kurz gedacht, ja stimmt, aber endlich mal wieder. Ne? Wir sind in vielen, vielen Beziehungen mittlerweile exzellent geworden im etwas Vorausplanen und genau irgendwie am Computer zu zeichnen. Und das ist hier mal wieder mit Werkstoffen einfach neue Wege versuchen. Und mir gefällt das, wirklich. Und es ist kein unprofessionelles Gebastel, es ist höchstens Spielen. Mit gutem Ergebnis. Ja, okay. Aber spielen im positiven Gerne. Sinne, weil es ist wieder das nächste Beispiel. In der DIN-Norm-K-System in Knuffingen hat der große Meister Gerrit damals idiotischerweise, weil der Alltagsbetrieb super zuverlässig funktionieren sollte, festgelegt, dass jeder Bahnübergang im 90-Grad-Winkel erfolgen muss, weil sonst die Stahlgleise den Magneten ablenken könnten. Und ihr habt jetzt einfach mal gedacht, muss vielleicht ja nicht. Genau. Weil so eine Wüste mit einem Gleis, was durch endlose Wüste führt und ein paar Schotterpisten, die da auch durchführen, da hat sich kein Ingenieur die Mühe gemacht, das im 90-Grad-Winkel mit Beschilderung und vorher und so weiter und so fort die Fahrzeuge in eine Spur zu bringen, über die Gleise rüberzuführen, sondern das wird einfach gemacht. Hier ist der 90-Grad-Winkel, da wird es einfach gemacht. So könnte ich das ja kurz beschreiben, ne? Absolut. Also und? Ich habe... Wenn ich das kurz sagen darf, ich habe in der Recherche zur Atacama-Wüste tatsächlich über einen Daumen 150 Bahnübergänge mir angeschaut auf Google Maps und habe festgestellt, da entspricht nichts irgendeiner Norm, außer eine zufällige Norm vielleicht. Wie? Nicht alle 90 Grad exakt genau. Mit Beschilderung und allem drum und dran also, und elektrischer Schranke und alle genau. Fahren links und rechts also dran vorbei? Davon siehst du gar nichts und... deswegen haben wir gesagt, ja, das müssen wir auch irgendwie abbilden. Das ist dann einfach auch realistisch. Und? Geht? Geht nicht? Ja, ich würde sagen, es geht. Aber schau es dir am besten selbst an. Also immer, wenn ich hier vorbeigegangen bin, ging es tatsächlich. Wir hatten ja immer, als wir in Knuffingen damals, 2001, getestet haben, hatten wir ja oft, wenn die Kurve zu dicht oder während der Gleisüberführung kommt, dass das Auto nach dem Bahnübergang abgehauen ist. Mhm. Nie gehabt hier? Das haben wir in der Anfangsphase auch gehabt, auf jeden Fall. Und wir haben es auch mal gehabt, dass das Ding dann hier ins Gleisbett reingefahren ist oder so. Und jetzt nicht mehr oder passiert einfach manchmal? Jetzt nicht mehr. Wie also gelöst? Ja, einfach mit Nuancen. Also das heißt, einfach so ein bisschen wie den Untergrund angepasst. Und ja. Jetzt muss man dazu sagen, hier ist noch keine Steuerung möglich. Das heißt, das Fahrzeug fährt viel zu schnell. Man muss sich vorstellen, es fährt ganz langsam und wackelt auch so natürlicher. Ist der Schotter euer Wunschschotter? Oder kommt da noch ein anderer? Also genau, der Sand, den wir jetzt hier verwendet haben, ist relativ grobkörnig. Und Gerhard hat sich das angeguckt und gesagt, naja, also eigentlich müsste der sehr viel feiner sein. Optisch oder... Gefällt ihm die Bewegung genau, optisch, nicht? Genau, optisch. Ja, das stimmt vielleicht, aber die Bewegung ist mit dem groben Schotter vielleicht besser, ne? Ja, finde ich auch. Man hat ein bisschen mehr dieses Gerumpel und das wollen wir auch so ein bisschen darstellen, dass das Auto wirklich darüber rumpelt. Ich sehe schon, ihr seid eigentlich gar nicht angetreten mit, wir wollen interessante neue kleine Mini-Car-Systeme bauen, sondern ihr seid angetreten und wir wollen Gerrit widerlegen. Also, schön. Weil, also man muss dazu wirklich sagen, wir haben natürlich, wir reden ja, wir sitzen in einem Büro, wir reden viel, wenn der Tag lang ist. Ne? Und ich war sehr skeptisch bei allen Sachen. Aber es stimmt wirklich, das Wichtigste ist ja, hier kommt kein Betrieb durcheinander, wenn es mal schief geht. Ne? Mhm. Und lass es doch schief gehen. Wenn es denn überwiegend klappt, und das sieht ja wirklich gut aus, eure Tests, dann fliegen wir gleich zum nächsten, weil den finde ich spannend. Das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Das hatte ich gesehen. Okay.
Und das sind, das soll dieses Wackeln wahrscheinlich sein, was man so kennt aus den Videos. Genau, so ein bisschen Offroad. Tatsächlich war die Idee, einen Schulbus, einen brasilianischen Schulbus zu bauen. Den habe ich mir schon rausgesucht. Und wenn man sich Bilder im Internet anschaut von diesem Schulbus, Volare heißt der, dann sieht man, dass der die Schulkinder durch die krassesten Strecken bringt. Also der fährt da durch halbe Seen, durch, also wirklich Offroad und so weiter. Und ich dachte, das ist einfach ein super Thema für uns. Jeden Tag macht er das. Genau, jeden Schultag bringt er die Kinder von den Dörfern dann in die Schule. Und ja, das war für uns auf jeden Fall ja, so ein Thema, dass man sagt, guck mal, für uns ist das so Standard. Unsere Kinder können sozusagen entweder zu Fuß oder mit dem Schulbus easy zur Schule gebracht werden. Oder SUV. Oder das. Und ja, da läuft das ein bisschen anders und das kann man darüber, finde ich, ganz gut darstellen. Fahrtrichtung ist andersrum. Fahrtrichtung ist... Warum? ja, weil hier vielleicht der, hier der Übergang nicht ganz so perfekt ist. Aber ja, probier's also auch gerne. Also die Schulkinder andersrum. Fahren weit bis auf Weiteres nur zur Schule und nicht zurück. Okay, man muss sich auch wieder langsamer vorstellen, ne? Ist er abgehauen oder war das... Nee, das ist auch noch ein kleiner Kniff, dass wir uns gesagt haben, das wäre doch viel spannender, wenn man so eine vorgefertigte Spur hat und genau hier ein Pannenfahrzeug steht. Also hier zum Beispiel ein Pannenfahrzeug steht und das Fahrzeug dann einfach um dieses Pannenfahrzeug herum manövriert. Magnetband drunter, oder? Genau. Ja. Ja, man muss dazu sagen, das stimmt auch. Ich habe natürlich nur mit Fahrrad getestet damals, ne? Ja. Da wird man ein bisschen betriebsblind über die Jahre. Nee, das geht nicht. Das haben wir ausprobiert. Das haben wir damals ausprobiert. Lass das mal, das geht nicht. Ne? Nee, es geht doch, weil man kann auch länger dran rumfummeln, bis es dann doch klappt. Und wir haben andere Wege gefunden über die Jahre. Ne? Das sieht echt cool aus. Also langsamer, ne? Ja, super. Mhm. Ich freue mich schon. Schön. Super genial. Also das als kurzes, doch länger gewordenes kleines Mini-Update, was wir nebenbei so versuchen, kleine Mini-Car-Systeme zu bauen, um Bewegung mit Autos mit reinzubringen, bis wir dann irgendwann das große Car-System haben. Das große Car-System werden wir nach der Formel 1 haben, denn die Formel 1 soll fertig werden. Wir sind da auf dem besten Wege. Ich habe ja letztes Mal schon berichtet über die Probleme mit statischen Aufladungen, elektrostatische Aufladungen und dass Autos, wir haben sie Geisterfehler genannt, einfach stehen bleiben. Die haben wir immer noch. Und sie lassen sich nicht mehr auf elektrostatische Aufladungen zurückführen. Das heißt, wir haben diese Anzahl dieser Geisterfehler dramatisch reduziert durch verschiedenste Unterböden. Kann ich auch nicht mal sagen, welches der beste ist. Viele sind einfach schlecht, obwohl sie antistatisch sein sollen. Viele sind einfach gut. Auch nicht schlecht ist tatsächlich, vielen Dank an euch auch nochmal, oftmals ist bei YouTube der Vorschlag gekommen, bestimmte Materialien einzusetzen. In der Regel hat das auch gut funktioniert. Was auch gut funktioniert hat, kam auch als Vorschlag, war exakt das gleiche Material zu nehmen, nämlich die Straßenfolie auch unter das Auto zu kleben. Funktioniert auch überraschend gut, aber nichts perfekt. Wir suchen an diesen Details. Die Softwarefehler sind weiter fast alle weg. Auch da suchen wir noch einen ganz bösen, seit Mai schon. Der kommt zu jeder 800. Runde, passiert der. Und solche Fehler liebt man natürlich. Wenn es exakt jede 800. Runde wäre, ja gut, dann stellt man sich bereit mit Kameras und so weiter und so fort. Nein, es passiert manchmal nach 5 Runden, manchmal nach 1200 Fahrzeugrunden. Ne? Wir sind dran, wir suchen. Da werde ich irgendwann nächste Woche wahrscheinlich mal anfangen, ein bisschen Bilder zu sammeln zum Thema Kamera einbauen und verstecken. Das hatte ich auch schon angekündigt. Deswegen machen wir es kurz. Formel 1 dieses Mal ein bisschen kurz, Autos etwas länger. Und ich freue mich sehr aufs nächste Mal, auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.